Achieved with CryEngine. So grüßt du also deinen Vorgesetzten, Soldat? Ich wusste, du würdest kommen. Ah, ich dachte mir, ich könnte meinen letzten Tag in diesem Land auch mit meinem kleinen Bruder verbringen. Bist du nervös? Nee. Jemand muss diesen Krieg gewinnen. Ich verwette meinen Allerwertesten, dass ich alle 5 mit 5 Schüssen treffe. Verlockend. Gehören Faustkämpfe jetzt auch zu deinem Trainingsprogramm? Du hättest den anderen Typen sehen sollen. Ja, hab davon gehört. Du hast ihn ins Krankenhaus befördert. Was hast du getan, Jungchen? Egal. Wenn's um ein Mädel geht, ist sie es hoffentlich wert. Und denk immer daran, dass du Mom mit dem Zeug plagst. Du musst der Mann im Haus sein, während ich in Afghanistan bin. Ich kann von hier schon das Abendessen riechen. Versteh mich nicht falsch, das Essen der Armee ist ganz okay. Aber verdammt, ich vermisse Moms gute Chicken Wings. Weißt du noch, wie wir hier Verstecken gespielt haben? Ja, wie kann ich das vergessen? Du warst so schlecht darin. Ich weiß noch, als wir einmal... Rob? Komm schon, Rob? Rob? Okay, Bruder.
Mal sehen, was du hast. Ankunft in 2 Minuten. John, wirklich? Ah, sei still! Du benutzt es immer noch, um dich selbst fertig zu machen, Altarjunge? Hängst dich selbst an der Decke und einem befleckten Kreuz auf? Wie poetisch, Rob. Wenigstens kenne ich den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Das System ist abgekartet, Bruder. Manche werden grundlos verprügelt und manche werden grundlos hochgejubelt. Ist es nicht einsam und anstrengend, an nichts zu glauben? Du bist der perfekte Soldat, John. Naiv, leichtgläubig, gehirngewaschen, Befehlskette, befolgst Befehle. Ja, Sir, nein, Sir. Hey, du lebst doch im System. Große kirchliche Hochzeit. Ehrenwache der Marines. Miller hat deinen Nachnamen. Das war nur sie. Aber du hast wie ein gehöriger Soldat mitgespielt. Woher willst du das wissen? Du warst nicht hier. Aber danke für das tolle Geschenk. Wobei, eigentlich hast du nicht meine Karte geschickt. Sie passt nicht zu dir, Robert. Das sagt jemand, dessen nächste Beziehung wie lange anhielt? 6 Monate? Fühlt es sich schmerzlich und einsam an, wenn man so ein selbstgerechter Scheißkerl ist wie du? Im Landeanflug! Bereit? Bereit! Versucht euch da draußen nicht gegenseitig zu töten. Das will ich nicht eurer Mama berichten müssen. Halt dich an den Plan! Sei kein Roboter! Ich mein's ernst! Die macht mir richtige Angst. Sie macht jedem Angst! So hat sie 2 echt raue Kriegersöhne aufgezogen. Naja, zumindest einen. Und man weiß gleich wer. Genug, ihr zwei. Zerstört die biologische Waffe und exfiltriert. Rein und raus, keine Neugierde. Das stammt alles aus dem Kalten Krieg, ist vermutlich hochgiftig. Okay. 3, 2, 1, raus! Hurra! Da sind wir, die Russland-Ukraine-Grenze. Weiß nicht, was ich erwartet hatte. Komm, Jack, Frank, hörst du mich? Ende. Laut und deutlich. Hör zu, Marines. Der Auftrag von JSOC ist die Infiltration einer verlassenen... Waffen. Ruhe bewahren. Ende der Durchsage. Verstanden, Ende. Nach dir, Rob. Und dort oben solltest du bessere Aussicht haben. Alles klar. Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht ein Testgelände? Nun gut, dann schauen wir mal. Scheiße, ich kann nichts sehen. Wir sind zu weit. Wir müssen wohl einen besseren Platz finden. Ha. Wie wäre dort drüben? Siehst du das Gerüst rechts von der Kuppel dort drüben? Ja, sehe ich. Bin mir aber beim Blickwinkel nicht sicher. Lass uns einfach mal schauen gehen.
Vorsicht, die Felsen sind ganz schön rutschig. Nach dir. Immer als Erster. Hey, du bist derjenige, der das Navy Cross hält. Dafür habe ich nicht gekämpft. Ja, ja, geh schon. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Siehst du, Kinderspiel. Gute Arbeit. Okay, bin auf der anderen Seite. Ich auch. Komm schon, wir haben nicht viel Zeit. Ist hier drüben wie ausgestorben. Zu ruhig für deinen Geschmack? In unserem Berufsfeld bedeutet Ruhe nie Sicherheit. Scheiße, Wölfe. Tod, beweg dich. Scheiße, da können wir nicht drüber springen. Früher wäre das dein erster Gedanke gewesen. Ja. Und jetzt? Ich sehe mich mal um. Siehst du den verkohlten Baum? War wohl ein Blitzschlag. Ich wette, mit einem gezielten Schuss könnte man daraus eine Brücke machen. Gezielt? Wow, verdammt! Gute Arbeit, Bruder! Du gehst vor. Ja, Sir! Sergeant North, Sir! Ja, sei trotzdem vorsichtig. Ja, weiß ich. Ganz ruhig. Scheint stabil. Pass trotzdem auf. Ah, sei still. Wechsel deine Munition, benutz die normalen. Sind nicht so laut. Ja, ja, hab verstanden. Hörst du das? Helis? Ja, klingt, als würden sie näher kommen. Bleib unten. Lass uns vorbei. Schnell!
Hinter den Felsen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Schlechtes Gefühl, ja? Sieh da, Wölfe. Das erklärt mein schlechtes Gefühl. Glaubst du mir jetzt? Diesmal hattest du wohl recht. Sie scheinen gerade etwas zu zerfleischen. Wir sollten sie nicht töten, wenn es nicht absolut notwendig wird. Gehen wir durch die Büsche. Okay, los. Bleib unten. Die könnten uns angreifen. Glaube ich nicht. Die sind mit dem Aas beschäftigt. Gut. Okay, in Sicherheit. Folge mir. Ich habe Fußspuren gefunden. Sehen frisch aus. Die Person kann nicht weit entfernt sein. Das ist alles? Du warst immer der Spurensucher in dieser Familie. Was kannst du herausfinden? Militärstiefel, zwei Männer, müssen Soldaten sein. Armee? Söldner? Späher? Der Form nach zu urteilen, sind sie methodisch. Und die Tiefe? Die deutet an, dass sie etwas Schweres getragen haben. Du meinst Waffen? Sollte man meinen. Wir müssen uns aufs Schlimmste vorbereiten. Scheiße. Dann müssen wir wohl an die Arbeit. Ruhe bewahren, lass dich nicht ablenken. Ich kann das Testgelände sehen. Dort befinden sich zwei Söldner. Dafür müssen wir sie überraschen. Ich schnapp mir den Kerl am Rand und du nimmst den am Feuer. Los geht's. Ich würde töten für eine warme Mahlzeit. Das war leicht. Es wird noch mehr geben. Bleib wachsam. Ja, schau dir das an. Was für ein Frack. Hier, nimm sie. Da, die Drohne. Zeit zum Aufklären. Du weißt, wie man diese Schönheit benutzt, oder? Ich werde es sicher bald wissen. Ab den ersten. Ziel gesichtet.
Großartig. Ziel bestätigt. Thank you.
Alle sind markiert. Bring die Drohne zurück.